Die Bodenseestädter waren nach dem 3:1-Sieg über den Tabellenzweiten Hanif und dem Cup-Erfolg über Blau-Weiß-Feldkirch mit einer breiten Brust nach Altach gereist. Fleisch und Co. hatten sich für dieses Länderderby viel vorgenommen. Mit einem Dreier gegen die Amateure aus Altach wollte die Madlener-Truppe einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt tun. Doch die Rheindörfler, die mit Jungvater und Teamtorhüter Andreas Luxe und Mittelfeldtrickser Ismail Tajouri Verstärkung aus der Profiabteilung erhielten, nahmen vor den Augen von Cheftrainer Damir Kanadi und Sportdirektor Georg Zellhofer von Beginn weg das Heft in die Hand. Mit schnellem Kurzpassspiel über die Seiten wurde sofort Tempo aufgenommen und gleich Druck erzeugt. Die Schwarz-Weißen vom Bodensee, die sich für diese Partie sehr viel vorgenommen hatten, konnten nicht annähernd Gleichwertiges entgegensetzen. Der Tabellenvorletzte kam nicht richtig in die Zweikämpfe und konnte nur aufgrund des noch nicht richtig eingestellten Visiers der Altacher Fohlen einen frühen Gegentreffer verhindern. Angetrieben von den glänzend disponierten Tajouri und Youngster Müller kamen die Heimischen immer wieder gefährlich vor dem Regenzer Kasten. Doch entweder wurde der letzte Pass zu ungenau gespielt oder die SCRA-Angreifer verzogen knapp. Als die Matchuhr die 38. Spielminute zeigte, schlug es dann aber doch zum ersten Mal im Bregenzer Gehäuse ein. Tajouri fasste sich ein Herz, zog aus 25 Metern ab und der Aufsitzer zappelte im Netz. 1:0 also für die Gastgeber. Eine Kabinenpredigt von Trainer Daniel Madlener in der Pause schien die Bregenzer, die gegenüber der Anif-Partie nicht wiederzuerkennen waren, wachgerüttelt zu haben. Aber eben nur schien, denn dieser Rupfschuss in die Kurzecke war die geringe Ausbeute der Bregenzer. Goalie Luxe parierte allerdings ohne Probleme. Die weiteren Angriffsversuche der Truppe um Sidney de Oliveira blieben Stückwerk. Die Versuche, aktiver zu werden, verpufften in der Defensivabteilung der Rheindörfler. Nach einer Viertelstunde im zweiten Spielabschnitt hatten die Altacher die Partie und den Gegner dann aber wieder im Griff und erhöhten auf 2:0. Altach-Stürmer Wunderli presst in der 58. Minute diesen Bregenzer Abwehrspieler, nimmt diesem die Kugel ab, läuft einige Meter und verwertet staubtrocken. Dieser Treffer bedeutete zumindest schon die halbe Miete auf dem Weg zum Altacher Erfolg. Nun reagierten beide Trainer, während für Tajouri, der eine feine Partie zeigte, nach einer Stunde Feierabend war, setzte Bregenz-Coach Madlener alles auf eine Karte und brachte mit Moosmann einen dritten Stürmer. Doch auch mit dieser Umstellung schafften es die Bregenzer nicht richtig, ihre Offensivkraft zu erhöhen. Zwei Szenen ergaben sich dennoch, zunächst zischte dieser Gomez-Schuss knapp am langen Eck vorbei. Wenig später machte Luxe diese Chance von Rifat Sen unschädlich. Anders die Altach-Amateure, der in der 72. Minute für den verletzten Schwärzler ins Spiel gekommene Bischof setzte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt in dieser Partie. Die Altach-Amateure besiegten Bregenz also mit 3:0. Mit diesem hochverdienten Erfolg gelang den Youngster der Sprung auf Rang 8 der Tabelle und damit der Anschluss ans Mittelfeld, während Schwarz-Weiß Bregenz im Abstiegskampf weiter an Boden verlor. In Summe ein verdienter Sieg. Ich denke, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt haben. Mit dem 2:0 war es natürlich eine Vorentscheidung, aber das Ergebnis ist immer gefährlich, weil man mit einem Tor vom Gegner wieder anfängt zu wackeln. Aber wir haben den Gott sei Dank irgendwann dann noch einmal den Deckel draufgelegt und haben es uns natürlich schwerer gemacht, als es hätte sein können. Ja, ich denke, wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Aber wenn wir es in manchen Situationen ruhiger spielen und nach vorne besser ausspielen, denke ich, können wir es viel früher entscheiden.